Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2, Part Nummer 22. Ja, im letzten Part haben wir die Palmas getroffen und sind dann mit Yoshi ja übers Wasser gelaufen, wortwörtlich. Und ja, ich freue mich natürlich wieder, dass wir heute wieder spielen können, weil ihr wisst ja, neue Aufnahmesession, neuer Tag, neues Glück. Und dann gucke ich mal, was mich dann heute erwarten wird. Ich hoffe, ein bisschen mehr. Wobei, eigentlich immer. Ist eigentlich jede Folge ist eigentlich interessant. Ist halt nur die Frage, was gibt es für spezielle neue Sterne? Also hier fehlt auf jeden Fall noch irgendwas. Hier ist ja gerade mal ein Stern. Wird vermutlich ein Komet erscheinen, weil, ja, offensichtlich. Aber wir werden wohl erstmal hier weitermachen, genau. Da haben wir ja im letzten Part noch ein bisschen Zeit gehabt, um diese Mission zu machen, die dann am Ende ein bisschen länger war, gell? Ist ja meistens so beim ersten Stern. Und, ja, rauf auf den Wolkenturm. Okay. Das hört für mich danach an, dass wir wieder unser Wolken-Item benutzen. Ja, okay. Rein offensichtlich. Ach so. Das sieht mir aber ein bisschen kurz aus. Na, Luigi? Hallo, Bruderherz. Ja, du willst auch wieder einen Stern holen, gell? Kommst, ja. Luigi. Also wie gesagt, das sah ein bisschen kurzweilig aus. Ich meine, vorher hatten wir die Silbermünzen gesammelt und jetzt sieht es so aus, ob wir gerade mal hier gemütlich die, ja, einfach nur die, das Wolken-Item nehmen, einsammeln und dann halt da nach oben gehen. Es sei denn, das Wolken-Item kriegen wir nicht gleich. Na du? Bald findet unser jährlicher Wettstreit den stärksten Pal... des stärksten Palmerstadt. Deswegen trainieren wir alles so unermüdlich. Ach so, stimmt ja. Die konnten ja werfen, gell? Au, ruck! Ach so, du. Ach so. Man spricht ihn an, dann wird man geworfen. Okay. Also wie man es beim hier Mario Sunshine kennt, natürlich. Also heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen rumwerfen lassen, bevor irgendwas passiert, oder wie? Dann mal los. Ah, okay. Okay, das heißt wohl, dass wir uns den passenden Palmer suchen müssen, der uns dann nach oben wirft, oder was? Ich feiere heute die Eröffnung meines Bootsverleihs. Zur Feier des Tages kannst du alles umsonst ausprobieren. Das ist euer Boot. Ja, und wie steuere ich das Ding? Achso, ich muss in die Richtung laufen. Okay. Das hätte ich vielleicht vorher mal gebraucht, dass ich hier übers Wasser gehen wollte. Aber jetzt frage ich mich gerade. Ich gehe erstmal da unten rein jetzt. Ich möchte jetzt mal wissen, was da unten ist. Da habe ich ja extra nicht geguckt gehabt. Ich gehe sogar fast davon aus, dass da vielleicht irgendwo ein versteckter Stern ist. Na, okay. Das ist aber mein Leben hier. Also wortwörtlich mein Leben. Ich möchte mir auch nicht unbedingt von denen aufgesnackt werden. Achso, okay, das war also nur für das, das Herz, für das One-Up, so rum. Na, ihr übt auch noch so ein bisschen, gell? Und hopp, und jumm. So, aber ich hab da ja noch was gesehen. Ja, ja, lass mich mal. War ich eigentlich da hinten drin letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist eine Woche her, seit ich das Level hier gespielt habe. Ne, hier war ich noch nicht drin. Unser typisches Münzsammeltaktik. Ja gut, es sieht aber genauso aus wie schon mal vorhanden, ja. Ja, genau. Aber dann frage ich mich natürlich, wenn es hier wieder sowas gibt, dass es vielleicht auch wieder irgendwo einen versteckten Luma gibt, der vielleicht der wieder Münzen haben will. Weil sonst würde es eigentlich nicht großartig Sinn machen, so viele Münzen zu sammeln, außer es ist halt nur, dass man halt noch ein paar Sternteile einsammelt. So, jetzt haben wir da dieses Bootchen bekommen. Aber ich habe gar keine Ahnung, warum man das jetzt irgendwie großartig benutzen sollte. Ich möchte meistens einfach da unten rein. Bisschen erkunden, bisschen Spaß haben, ihr wisst ja. Man kann ja auch ein bisschen... Oh, kommt mir das nur so vor, da verliert Luigi eher Luft als Mario. Na? Uiui. Okay, wir haben zum Glück einen Stern. Vielleicht war es sogar gewollt, dass wir hierher kommen, oder was, oder wie?
Weil man das Ding schießt, bin ich ja zurück. Okay. Ah, wir mussten sogar hierher. Okay, alles klar. Na komm. Hui. Okay, also war eigentlich im Prinzip nur die Suche danach, also dass wir hier das Wolken-Item bekommen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir im Wasser natürlich unsere Fähigkeit verlieren. Wobei es natürlich jetzt die gute Frage ist. Ich hätte vielleicht noch vorher gucken sollen. Dann haben wir noch so einen unsichtbaren. Ach, durch. Ja, okay, da verliere ich mein Power-Up, wenn ich das so mache. Was steht denn auf dem Schild? Fragst du dich, warum... Achso, das war mit dem Umgucken. Ja, gut, das hatten wir schon mal geguckt. Ja gut, jetzt haben wir unser Power-Up. Achso. Kann es vielleicht sein, dass wir... Ja, dass wir vielleicht unser Boot benutzen müssen, um darüber zu kommen? Könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass wir das dann einfach so machen. Okay, also hier kommt schon ein bisschen was auf uns zu, hier bei dem Level hier so speziell, wenn man es mal so überlegt. So, alles klar. Na, ihr Palmas. Und jetzt halt nach oben kommen, gell? Und ob das vielleicht Sinn gemacht hat? Ja, okay. Und dann kommen wir eigentlich direkt zum Stern. Okay, also war im Prinzip das Schwierige, nur wie kommt man mit der Wolke zum Turm hoch, gell? Wenn alles drumherum mit Wasser gefüllt ist. Okay. Aber so mag es ja eigentlich auch, dass wenn Sterne nicht zu kurz sind, sondern dass man halt auch wirklich erstmal ein bisschen suchen muss. Aber mir kam es wirklich so vor, als ob Luigi unter Wasser schneller Luft verbraucht, wenn er eine Wirbelattacke macht. Möchte ich nochmal mit Mario dann vergleichen. Ja. Ein Luigi-Geist ist aufgetaucht, der natürlich verbessert werden kann, weil ich habe ja viel gesucht und nicht unbedingt jetzt auf Geschwindigkeit gespielt. Was hast du denn da Sonderbares mitgebracht? Eine wolkige Blume? Vor allem, der spricht ja jetzt mit Luigi. Ach, jetzt kann ich die hier draußen halt verwenden, oder was? Aber naja, jetzt wo sie schon mal hier ist, sollten wir sie wohl auch Wurzeln schlagen lassen. Okay. Bruder Herz, ja, ich habe hier einen Powerstern und was auch immer. Ciao. Ja, er geht jetzt wieder Geister jagen. Ja gut, jetzt habe ich das Power-Up hier, aber gibt es dafür auch einen Grund? Oder ist es einfach nur, dass man hier dann ein bisschen weiter in die Luft gehen kann, wenn man halt Bock hat? Ist bestimmt eher dafür gedacht, dass man halt darüber, dass man halt nach und nach diesen Mario-Planet nach und nach halt, ja, verschönert, sage ich mal. Kann mir sogar sehr gut vorstellen. Na, Yoshi? Ja, gut. Mit Yoshi geht natürlich kein Power-Up. Aber gut. Was soll ich mit Yoshi? Kommst du jetzt einfach mal mit zum nächsten Welt? Das wäre natürlich praktisch, aber ich glaube, das funktioniert nicht, gell? So, okay. Also wird... Oh. Ja, ich werde nochmal rein müssen. Und zwar in den ersten Stern, weil die... Ja, die Meteoriten... Ja, dass ich die nicht gefunden habe. Beim ersten Mal. Ich meine, ich habe ja doch relativ lange da rumgesucht. Aber es kann auch sein, dass wir auch jetzt... Dass wir dann die Medaillen dann hier irgendwo unter Wasser finden. Ja, hätte ich vielleicht mal suchen sollen. Die Musik ist auf jeden Fall toll. Ja, seht ihr das? Wenn Mario... Wirbelt unter Wasser, da verliert er gar nicht so viel Luft. Also ist Luigi trotz allem ein bisschen schwieriger zu spielen. Wenn man sich das mal so überlegt. Yoshi! Also ist Luigi halt wirklich mehr der Challenge-Charakter in dem Sinne. So, wir können ja mit Yoshi können wir nicht tauchen, gell? Wenn man sich in der Luft duckt. Ja, okay. Wir sollten nicht so viel Blödsinn machen. Aber ich muss natürlich trotzdem gucken, dass ich neben der Kometenmedaille, ja, dass ich auch noch das Level hier schaffe, gell? Also heißt, ich brauche hier dann auch wieder die ganzen Silbermünzen, Silbersterne. Ich glaube zumindest mal, dass es so ist. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt einfach die Münze einsammle und einfach rausgehe. Also muss man das dann schon wohl mitmachen.
Wenn es anders ist, könnt ihr es mir gerne sagen. Dann weiß ich es fürs nächste Mal. Aber dadurch, dass man halt nicht speichern kann, solange man nicht das Level geschafft hat. Komm, Yoshi. Gehe ich halt davon aus, dass man das Level auch schaffen muss. Na, soll ich ihn auch mitnehmen? Ja, ja, Yoshi, immer schön ein bisschen langsam. So, alles klar. Zum Glück weiß ich noch grob, wo die ganzen Silbersterne sind. Und dann werde ich mich halt dann hier noch ein bisschen unter Wasser umgucken. Dass ich dann halt natürlich auch vielleicht dann die Münze finde. So, alles klar. Übrigens, das fällt mir jetzt erst auf. Der Yoshi wird ja dabei blau, wenn er die Beere isst. Na? Oder ist hier oben was? Achso, stimmt, wenn ich... Ah ne, okay, ein Herz, ein Leben. Ich bin irgendwie mit Herzen und Leben gerade so ein bisschen, keine Ahnung, verwirrt. Okay, wie gesagt, ich hole erstmal alle... Achtung. Aus dem Wasser. Yoshi ist auf dem Wasser ziemlich langsam zu steuern, bin ich ganz ehrlich. Einmal kurz einen Wasserläufer spielen. Und dann hier noch das Einsammeln, okay. Dann haben wir es ja eigentlich gleich wieder. Der letzte war auf der Palma-Statue, gell? So, mach mal die Insel hier gerade. Da sieht man übrigens auch noch einen Schatten, gell? So, alles klar. Dann jetzt noch einmal die Palma-Insel. Die Palma-Statue. Ne, Yoshi kann nicht schneller schwimmen. Egal, ob ich A oder B gedrückt halte. Aber klar, wer so einen dicken Klempner auf dem Rücken hat, der kann auch nicht schnell schwimmen. Yay. Ach ja, unser quietschiger kleiner Yoshi. Ich mag ihn ja. In dem Spiel sowieso. So, den können wir uns dann einsammeln. Und jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich hier die Medaille finde. Also es kann sein, dass die Medaille entweder halt da unten war, wo ich das Leben gefunden habe. Oder dass ich halt hier auch unten... Ja, dass ich halt hier unten durchschwimmen muss, wo ich mit Luigi durchgeschwommen bin. Kann mir sogar sehr gut vorstellen. Oder es ist halt irgendwo am Rand von diesem riesigen... Ah nee, da ist gar nicht offen. Okay, dann kann da nichts sein. Auf jeden Fall können wir können wir das gut überprüfen. Seht ihr, ich mache die ganze Zeit Wirbelattacken und trotzdem... Ah, okay. Ah, alles klar. Na, dankeschön. Die hätte ich auch beim letzten Mal schon haben können, aber ja, ich denke mir halt gut, ja, ich muss nicht unter Wasser. Deswegen, brauche ich dann nicht danach zu suchen und dann habe ich die komplett vergessen. Na. Juhu. Wäre natürlich noch doppelt lustig, wenn dabei Yoshi immer noch eher im Speed-Modus wäre, aber gut, passt. Muss ja auch mal sein mit der Kometenmünze, dass man dann halt auch mal einen Stern doppelt macht. Aber ich sollte mir wirklich dran gewöhnen, wenn ich den ersten Stern mache, dass ich die Kometenmünze auch gleich mitnehme, weil wegen sowas dasselbe Level nochmal mache, ist natürlich so eine Sache für sich. So, weiter geht's. Aber es hat zumindest einen kleinen Vorteil, weil dann kriegt man nämlich schon ein paar Sternteile und Co. Und jetzt, vor allem das Level interessiert mich jetzt richtig hier, kriegen den riesen Kettenhund. Kettenhundfabrik. Okay. Auch direkt gleich zwei Sterne. Okay. Und da bin ich ja mal gespannt. Wobei ich davon ausgehe, dass das Level so ähnlich sein wird. Die Heimat der goldenen Kettenhunde. Okay. Dass es vielleicht so ähnlich sein wird wie halt die Kipp und die Kappstadt. Wo dann halt so Kettenhunde aus, ja, sieht man hier schon, aus Löchern kommen und man halt dann ausweichen muss. Aber es sieht interessant aus. So leicht wie ein Zug aufgebaut, weil die ja überall Schienen sind. Und wieder schöne halbwegs Retro-Musik. Na ihr? Wenn du Zeit für ein Pläuschen hast, dann hast du auch Zeit genug dafür, die Kettenhunde auf Zack zu halten. Ja, dann lass mich. Oh, achso, das ist eine Plattform. Ah, okay. Da muss man draufbleiben und dann... Ich habe mich gerade gewundert, wo kommen denn die Sternteile her? Ein weiterer Tag hier in der Kettenhundfabrik. Bist du vor
Bist du Vorarbeiter genug, die Biester bis hier hinrollen zu lassen? Ah, also wie so ein Puzzle ist das aufgebaut, oder was? Also im Sinne von, hier müssen wir halt jetzt die Kettenhunde reinbekommen. Ja, das ist interessant, interessant. Meine Aufgabe ist es, die Umgebung dieser Mulde freizuhalten. Bitte weitergehen. Ja, und was machst du jetzt, wenn ich hier drauf stehen bleibe? Nix. Aber es ist auch interessant, vor allem, man kriegt ja nicht gesagt, dass diese Plattformen nach unten gehen, sondern dass man halt sich wirklich draufstellen muss. Ah, ich verstehe. Ich muss mich dann da oben draufstellen, dann geht es runter, dann bewegen sie sich hier hin und dann muss ich hier drauf stehen bleiben, dass der Kettenhund dann halt drüber rollt und nicht kaputt geht. Okay. Aber heißt es, dass diese hier auch runtergehen oder schweben die? Na, nee, die gehen runter. Okay, alles klar. Also wir können da nicht ewig drauf stehen bleiben, das war halt der Gedanke. Also direkt komplett eine neue Idee hier. Finde ich interessant und dann machen wir das auch einfach mal. Wo? Oh. Achso, ich komme da gar nicht hochgelaufen, weil da Pfeile sind. Okay, alles klar. Gut, dann müssen wir hier lang. Ah, da ist sogar schon mal die Kometenmünze. Direkt geschenkt. Achtung, ich bin da oben. Ich sagte geschenkt und krieg erstmal auf die Nuss. So, jetzt aber. Alles klar, jetzt sind sie frei und dann kann ich jetzt mich da draufstellen. Okay. Am besten so, dass ich nicht getroffen werde. Okay. Ja, das gefällt mir. Also ich bin ganz ehrlich, gern mehr solcher Level. Der Anfang war natürlich hier erstmal gute Arbeit. War erstmal ein Tutorial, wie das Ganze funktioniert in dem Sinne. Okay, sind jetzt auch wieder welche hier runtergehen? Nee, okay. Na ihr? Sind jetzt zahlreich verdrehen hier. Was macht der da bloß? Wer ich, oder was? Lasst es krachen! Achso, der stellt sich dahin, weil dass er von den Kettenhunden getroffen wird, oder was? Achso, deswegen sagt er auch, was macht er da bloß? Ja, ist eine sehr gute Frage. Der steht da rum und lässt sich halt gern vom Kettenhund treffen. Na, ihr kleinen, quietschigen Kettenhunde. Ganz ehrlich, gibt's ein MMO Mario, würde ich einen Kettenhund als Haustier benutzen. Wobei, es gibt so vieles, was ich nutzen würde. Wobei, ja gut, ein Kettenhund würde ich natürlich perfekt anbieten, aber ich glaube, weil er einer meiner Lieblings Gegner von Mario generell ist, ist ja Dry Bones, also Knochentrocken. Dann würde ich mir gerne so ein Mini Dry Bones da halt hinterherlaufen lassen. Der dann immer so ein bisschen klappert in dem Sinne. So, jetzt muss ich gucken, wie ich darüber komme. Vor allem, in welchem Intervall halt die großen Kettenhunde hier vorkommen. Aber das geht ja. Okay. Das habe ich mir schwerer vorgestellt, als es am Ende war. Oh. Ich finde es gerade so ein bisschen klasse hier mit dem, dass es hier so leicht aufgebaut ist wie so eine Fabrik in dem Sinne. Heißt ja auch Fabrik, gell? So stimmt ja, man kann ja nur von unten treffen. Ah, okay. Das ist sozusagen so ein leichter Vorreiter von Mario 3D Land. Wo man halt solche Minispiele hatte. Kommt da auch einer raus, oder? Achso, ich muss erstmal einen Schalter drücken. Okay. Den soll das da weg. Jetzt macht es natürlich Sinn hier. Okay, verstehe. Ich muss aber das hier erstmal dann in die andere Richtung kippen. So, und ich denke mal, ich hoffe mal, dass es sich... Achso, ich muss ja draufbleiben. Okay. Also immer mit leichtem Risiko verbunden in dem Sinne. Okay. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ich bin in der Luft. Aber gut, passt. Okay. Wie gesagt, ich mag das ja, die Idee. Oh, das sieht auch interessant aus mit den ganzen Kettenhunden da hinten. Oder war das nur so ein Lager? Warte mal, ich muss das nochmal angucken. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Irgendwo da... Ja, irgendwo da oben. Sieht man nicht mehr. Okay, verdammt. Na gut. Das hat auf jeden Fall ausgesehen wie so ein Lager, wo halt die ganzen Kettenhunde gelangt werden. Da vorne sind die goldenen. Okay. Ui. Das ist aber ein kurzer Schalter. Ich habe schon Angst gehabt, dass er direkt in die Lava geht. Eieiei.
Jetzt weiß ich auch, warum die Kometenmünze gleich am Anfang war, damit man das Ganze nicht nochmal machen muss, gell? In dem Sinne. Okay, das macht das. Ah, okay. Wir müssen jetzt erstmal den Kettenhund hier rüberkriegen. Und dann müssen wir uns dann hier draufhauen, dass er dann nach oben geschossen wird, dass er dann hier runter geht. Okay. Also muss man sich sozusagen jetzt den Weg merken, den man läuft. Damit man auch, ja, damit man halt den. Kann ich hier hochlaufen? Es geht sogar, okay. Wie gesagt, wir spielen immer noch Mario Galaxy, also ausprobieren. Okay, aber es ist gut, dass ich dann hier mitlaufen kann, in dem Sinne. So, die gehen an die Lava. Das geht auch runter, also muss ich mich da auch draufstellen. Ich mache jetzt halt nur mal die ganzen Goombas weg, dass sie mich dann später nicht stören, wenn ich hier rumlaufe. So, oder wenn es da, wenn sie überhaupt Goombas sind. Okay, hier draufstellen und dann geht es da lang. Okay, ich möchte mich erstmal so ein bisschen da links umgucken, bevor ich jetzt gleich weitergehe. Wobei, das passt schon so, gell? Vor allem, dass er da einfach aus der Lava gerollt kommt, gell? Okay, dann komm mal her, du. Na? Man muss es halt so ein bisschen abtimen, gell? Dass man halt auch gleichzeitig nicht selbst in die Lava kommt. Na? Achso, ich kann drauf stehen bleiben. Okay, das geht gar nicht so tief. Okay, dann gehe ich jetzt da rum. Genau. Hoffentlich. Ich habe jetzt gerade nicht genau geguckt. Und dann muss ich jetzt hier auf den Schalter drücken. Okay. Na. Alles klar. Okay. Wie gesagt, die Idee gefällt mir richtig gut hier, dass man halt so ein Level mal als Puzzle hat. Und da haben wir einen Stern. Sehr schön. Wie gesagt, sehr gerne mehr davon. Solche 3D-Puzzle machen natürlich auch, machen auch dann mehr Spaß, wenn man halt dann in mehreren Dimensionen dann arbeiten kann. Aber es ist auch relativ simpel. Es ist halt jetzt nur mehr Timing gewesen als eigentlich Puzzle, weil man ja nur im richtigen Moment halt auf die Schalter dann gehen muss. Aber gefällt mir gut, weil wir haben jetzt auch wieder gut was erreicht für den Part hier. Und dann können wir uns ja dann im nächsten Part dann nochmal angucken, was es dann weitergibt in diesem Level hier. Na? Oh, okay. Okay, dann haben wir auch im nächsten Part dann auch wieder Bosskampf. Okay. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part... Okay, erstmal noch einen Brief hier. Mach, ich habe einen Brief für dich. Hilfe gesucht. Ich habe ein Anliegen, für das ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Komm zur Brüssel-Prokassa-Galaxie. Ich warte dort auf dich. Dein Hausmeister. Okay, aber alles im nächsten Part. Also dann, bis zum nächsten Mal. Okay. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Super Mario Galaxy 2 sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.